Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde. Mein Name ist Thomas Thiemeyer und ich begrüße euch ganz herzlich hier bei mir in meinem Whisky-Geheimarchiv im Whisky-Club. Ja, und ich möchte euch heute wieder einen neuen und hoffentlich guten und spannenden neuen Whisky vorstellen. Die Rede ist von Ben Romach. Es geht nach Schottland, keine Frage. Und zwar geht es ins Herz der schottischen Whisky-Industrie, in die Speyside, hier gelegen. Brennerei, wie gesagt, Ben Romach, von der habe ich hier schon mal etwas getestet, und zwar den 15-Jährigen. Ich blende euch mal den Link hier ein. Hat mir ausgezeichnet gefallen. Für mich eine echte Neuentdeckung. Ich kannte die Distillerie vorher noch gar nicht und es war eine Empfehlung. Habe ich probiert und war hin und weg und habe gedacht, na, da von denen musst du noch mal was probieren. Ja, und heute habe ich euch sozusagen das Einstiegsmodell mitgebracht. Ben Romach, 10 Jahre. Allerdings nicht in der regulären Version, sondern in der Fassstärke-Version. Ja, sie haben nämlich zwei davon rausgebracht. Und ich bin mittlerweile so ein Freund von Fassstärken geworden und davon, die Whiskys auch nach eigenem Ermessen ein bisschen zu verdünnen. Und ja, in diesem Fall ist es so, 100 Proof, das entspricht 57 Volumenprozenten Alkohol. Das ist schon eine ganz ordentliche Marke. Ich halte euch die Flasche hier mal in die Kamera. So sieht sie aus. Ich finde ja ein sehr modernes, gut gelungenes Flaschendesign. Auch mit diesem, naja, das sieht aus wie handschriftlich. Ist natürlich ein Siebdruck, klar. Aber es verleiht dieser Flasche schon so eine persönliche, moderne Note. Alle wichtigen Angaben stehen drauf. Ganz lustig auch in diesem Zusammenhang. Die Tube. Pappkarton mit Metallic-Druck, und wenn man dann den Stopfen abzieht, wenn ich das schaffe, dann hat man hier gleichzeitig noch so einen Standfuß, wo man die Flasche reinstellen kann und ins Regal stellen kann, wer das mag. Ich brauche das nicht, aber es ist einfach irgendwie ein ganz lustiger Gag. Ja, paar Eckdaten zu Ben Romach, gegründet 1898, wie ja so viele andere Destillerien auch. Hat allerdings eine sehr bewegte Geschichte hinter sich, wurde verkauft, wurde geschlossen, wieder neu eröffnet und so weiter. Seit 1993 gehört diese Brennerei jetzt dem unabhängigen Whiskyabfüller Gordon MacPhail. Und die Destillerie wurde 1998 offiziell wieder eröffnet, und zwar von niemand Geringerem als dem Prince of Wales, Prinz Charles. Ja, seines Zeichens wohl übrigens auch ein Whisky-Liebhaber. Zumindest weiß ich, dass er auch irgendwie der Schirmherr von Lafroy ist. So, das ist eigentlich alles, was es so über die Destillerie zu wissen gibt. Wie gesagt, Speyside. Und die Speyside ist ja normalerweise bekannt dafür, dass dort so ganz milde, elegante, schmeichelnde Whiskys herkommen. Aber Ben Romach schlägt einen eigenen Weg ein und bringt rauchige Whiskys auf den Markt. Rauchige Speyside. Ja, und das macht mich natürlich neugierig. Das kenne ich sonst eigentlich bloß von Ben Riach. Die machen das auch, die fahren zweigleisig, die machen rauchige und nicht rauchige. Bei Ben Romach ist es wohl so, dass sie, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber dass sie sich komplett auf den rauchigen Bereich spezialisiert haben. So ein bisschen wie es auch Ardmore macht. Allerdings ist Ardmore kein Speyside, sondern Highlander, aber es liegt relativ nah an der Speyside dran. Ne? So, 57 Volumenprozente Alkohol, Cask Strength. Ich werde den heute ohne Wasser probieren. Ich habe schon mal dran genippt. Es gibt Whiskys, bei denen kann ich das machen. Es gibt Whiskys, bei denen ich dann unbedingt Wasser brauche. Aber in diesem Fall hat mir meine Erfahrung dann gesagt, es geht ohne, und ich würde es ganz gern einfach mal heute so probieren. Ben Romach, genau, sollte man vielleicht noch erwähnen, haben zwei Brennblasen, die beide relativ klein sind, fassen also wohl nur 7500 oder beziehungsweise 5000 Liter. Und das Ergebnis solcher kleinen Brennblasen ist, dass das Destillat, was dann auf der anderen Seite herauskommt, sehr schwer und ölig ist. Und das ist auch das, was ich hier so in der Nase habe. Einen sehr schweren, öligen, wuchtigen Charakter.
Mit einem leichten Rauch, ja. Aber auch mit eindeutigen Anflügen aus dem Sherry-Fass. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Er ist sowohl in Ex-Bourbon als auch in Ex-Sherry-Fässern nachgereift. Und zwar, wie gesagt, dann über 10 Jahre hinweg. Er ist natürlich nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Das, was man hier im Glas hat, die Originalfarbe ist. Ne? Schöne Sache. Schöner Goldton. Ja, eine moderne Art des Whisky-Produzierens. Oder sagen wir mal eine alte Art, die aber jetzt wieder modern geworden ist. Weg von der Kühlfilterei und weg von dem ewigen 150A Zuckercouleur. Braucht kein Mensch. Preislich durchaus attraktiv mit knappen 60 Euro. Dafür bekommt man eine Fassstärke. Nur gut muss sie natürlich sein. Und das werden wir jetzt mal feststellen. Also, Nase, geröstetes Malz, Sherry, Birnen, Bratapfel oder so Apfelkompott mit ein paar Rosinen. Eine frische Note, die über allem schwebt, so was leicht Mentholiges. Klar, Fassstärke, der Alkohol, der kommt natürlich da schon raus, aber er kann sich beherrschen. In der Nase ist er nicht stechend, nicht unangenehm. Betörend. Eine sehr schöne, runde, volle Nase, die Lust auf mehr macht. Dann probieren wir den mal. Oh ja. Voll, fruchtig, süß. Eine schöne, kräftige, massive Süße. Ein Honigton, ein Heidehonig, der aber von einem leichten Rauch, wir reden hier wirklich von einem zarten, leichten, hintergründigen Rauch, umschmeichelt wird. Gemahlener Pfeffer, Orangenschale, saftige, na doch, Orangensaft auch. Und zwar Blutorangensaft. Also schon leicht ins Bittere gehend, aber immer noch angenehm. Voll süß, gleichzeitig auch ein bisschen Säure mitbringt. Dann dieser zarte Rauch, was wird der haben? Ich habe nicht nachgeschaut. Ich könnte jetzt raten. Ich würde sagen, irgendwo zwischen 5 und 10 ppm. Also wirklich eine ganz schwache, dezente, ergänzende Rauchnote. Zum Vergleich einfach mal Artback beispielsweise 40 bis 45 ppm Rauch. Ne? Also der ist ganz weit unten. Der ist so in dem Bereich vielleicht von Highland Park, ja, deutlich weniger zum Beispiel als Talisker. Ja, und der Geschmack ist einfach hinreißend. Wunderbar. Toll. Voll saftig, fruchtig, leicht rauchig, pfeffrig, alles was man will, alles was es da Schönes zu entdecken gibt. Hier ist er drin. Für einen 10-jährigen Whisky erstaunlich gut gereift. Also der hätte mir im Blind Tasting, hätte man mir den auch für einen 15-Jährigen vorsetzen können. Vielleicht sind ja auch Ältere mit drin. Das eine schließt das andere ja nicht aus. 10 Jahre bedeutet, der jüngste enthaltene Whisky ist 10 Jahre alt, aber vielleicht sind sogar ein paar Ältere mit dabei. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein toller Tropfen. Ein richtig, richtig gut gelungener Tropfen. Wie gesagt, in Fassstärke gut zu probieren. Jetzt fällt mir noch eines auf, ein gewisses erdiges Aroma. Das habe ich bisher bei keinem Whisky bisher in dieser Form geschmeckt. Das ist was ganz Einzigartiges. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das im 15er gehabt hätte. Aber es ist so tatsächlich ein Geschmack, nein, nicht Geschmack, ein Geruch von frischer Walderde. Der war so ganz kurz am Gaumen zu spüren. Sehr, sehr schön. Finish übrigens auch schön lang, anhaltend, immer noch da, sehr süß, wird auch gar nicht trockener nach hinten raus. Ja, zarte Einflüsse vom Fass, leichte Nussigkeit, Schokolade, bisschen Kaffee,
Espresso. Super. Super. Ben Romach. Ein tolles Ding. Vielleicht, wenn ich mal die Gelegenheit habe, probiere ich mal den regulären. Ich glaube, der kommt mit 46 Volumenprozenten Alkohol daher. Aber ich kann euch hier die Fassstärke mit 100 Proof nur wärmstens ans Herz legen. Und dieser Whisky bekommt von mir 91 von 100 Punkten. Für so einen jungen Whisky ein wirklich schön gereifter, vollmundiger, komplexer Malt, der auch jedem Whisky-Liebhaber etwas zu bieten hat. Und ja, kann ich nur empfehlen und hoffe, dass ihr euch auf meine Empfehlung hin vielleicht mal so ein Fläschchen besorgt. Und dann gebt mir mal Feedback unten in den Kommentarfunktionen. Das würde mich mal interessieren, wie euch der so gefällt. Ja, und bis dahin verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr könnt ihr den Kanal abonnieren, irgendwo da oben. Und dann seid ihr immer up to date. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt, willkommen im Whisky Club. Bis dahin, tschüss.